Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge sind wir zur Hauptstadt zurückgekehrt und dabei fiel mir ein, beziehungsweise als ich mich ausgeloggt hatte, dass ich in der Hauptstadt immer mal wieder was gemacht habe, bevor ich weitergemacht habe. Jetzt bin ich mir gerade nur nicht sicher. Ich glaube nämlich, ich bin in der falschen Stadt. Hier gibt es Rüstungen und Schmied und Kuriositäten, aber mehr auch nicht, so wie es aussieht. Wobei zum Schmied sollte ich mal kurz gehen. Ach so, wir hatten uns ja leer gemacht beim letzten Mal. Dann können wir nicht wirklich zum Schmied gehen. Weil ich war ja so stolz, dass ich so viel Gold jetzt habe, aber ich habe mir sagen lassen, dass das nicht so clever gewesen ist, sondern dass ich lieber die Sachen verwerten sollte, die ich habe. Ach, jetzt geht mein Controller hier gerade schon wieder mit mir durch. Ich liebe es. 81 hat der und 95 hat der. Der sieht zwar scheiße aus, aber gut. Dann würde ich sagen, dass wir den hier. Nee, ich wollte ihn eigentlich verkaufen. Moment. Und dann sichere Reise. Du warst gar nicht der Schmied, deswegen. Okay. gut. Dann nehmen wir halt den hier und verwerten das Ganze. So. Such die Kommode auf, um sie einzu. Ja, das hätten wir halt vorher die ganze Zeit machen müssen. Alleine schon wegen der Optik. Jetzt habe ich natürlich die ganze Optik nicht mehr da. Also ich werde auf jeden Fall in Zukunft drauf achten, dass wir danach gucken. Jetzt möchte ich aber gerne noch, bevor wir eins machen, mal eben hier hingehen. Beziehungsweise reisen. So, und zwar, was sind das für komische Symbole? Aufwertung von Gegenständen, da gibt es noch eine Quest. Aufwertung für Heiltrank. Den verfolgen wir jetzt erstmal, beziehungsweise die Quest verfolgen wir jetzt erstmal, nicht den Typ mit dem Heiltrank. Da müssen wir hier runter. Ist das hier das? Ja. Nun, ihr seht jedenfalls aus, als würdet ihr viel Zeit in der Wildnis verbringen. Ich nehme an, ihr wollt auch ein paar meiner Elixiere, doch konzentrieren wir uns zunächst auf euren Heiltrank. Ich habe ein paar zusätzliche Materialien, die wir diesmal verwenden können. Wenn ihr eure Heiltränke weiter verbessern oder Elixiere herstellen wollt, müsst ihr eure eigenen Zutaten sammeln. Ich verlasse diese Mauer nicht. Nie wieder. So, das heißt, dass wir jetzt, ich muss das mal wieder ohne meinen Stick machen, den winzigen Heiltrank herstellen können. Da würde ich sagen, das machen wir auch. Und für die nächste Stufe brauchen wir allerdings Stufe 20. Deswegen können wir hier leider noch nicht weitermachen. Nee, damit muss ich drücken. Elixier. Schwaches Elixier des dritten Auges können wir eh nicht machen. Aber des Eisenstachels. Erhöht 30 Minuten lang die Rüstung um 50 Dornen, was auch immer das heißen mag. Nee, um 50. Dornen um 25. Hallo, Controller. Und die Erfahrungen um 5%. Das wäre natürlich nicht schlecht. 5 Stück brauchen wir dafür. Wir machen trotzdem mal eins. Vielleicht brauchen wir das ja mal irgendwann. Man weiß es nicht. So, Handwerksmaterialien ist klar. Das ist das, was wir sammeln. Und das letzte können wir leider Möge nicht das Licht auswählen. über euch wachen. Ja. Belohnung freigeschaltet. Ich habe nur vergessen, wie ich diese abholen kann. Aber ist nicht so schlimm. Wir gucken jetzt erstmal eben nach was anderem. Dann Aufwertung von Gegenständen. Das ist jetzt mal eben das nächste, was wir machen. Weil ich würde das nämlich gerne freischalten, damit man ja das halt auch im Hinterkopf hat. Ich will meine Ausrüstung verbessern. Lasst euch mal ansehen. Die Schnallen müssen verstärkt werden. Dieses Leder ist rissig. Was habt ihr bloß damit angestellt? Hört mal, ob ihr lebt oder sterbt, hängt von der Qualität eurer Ausrüstung ab. Wenn ihr das Geld und das Material habt, kann ich sie für euch verbessern. Ja, Braucht ihr theoretisch ja. Schmiedekunst?
Praktisch weiß ich, dass es natürlich jetzt im Moment eigentlich zu früh für sowas ist. Wiederverwerten, reparieren, Gegenstand aufwerten. Aber ich glaube, es gibt dafür auch eine Errungenschaft. Entsprechend würde ich gerne mal gucken, ob wir nicht irgendwas nehmen können. Hier sowas zum Beispiel. Ist natürlich die Frage, inwiefern das dann wirklich besser wird. Plus 5 Gegenstandsmacht. Naja gut, ist natürlich alles jetzt nicht so viel besser im Vergleich. Wobei unten die Zusätze nochmal plus 1,2 plus 0,7 ist schon ein bisschen was. Kostet 7 von irgendeinem Material. Ich weiß nicht genau, was das für Material ist. Und 500 aufwerten. Wir machen es einfach mal. Nur spaßeshalber mal. Ich werde das jetzt nicht immer machen, natürlich. So, Quest abgeschlossen, Aufwertung von Gegenständen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Dann war das keine Herausforderung, sondern die Quest, die dann abgeschlossen ist. Genau. Dann haben wir noch Rüstungen da oben. Genau. Da wollte ich nochmal eben mit euch hin. Und zwar... Wo ist denn hier der Eingang? Und zwar habe ich ja... Aber es ist immer noch total am Haken. Ich weiß nicht, warum es so hakt. Das kann ich hier nicht tun. Nee, das kann ich hier nicht tun. Hallo? Ach, jetzt geht's doch, oder was? Tja. Okay, hier kann man nämlich in der Kommode sein Aussehen nochmal verändern, wenn man das möchte. Ich meine, gut, jetzt mit den Haaren, ich weiß es nicht, aber das war so das Einzige, was so einigermaßen, finde ich, nach Nekromant aussah. Grabsteine kann man einstellen, was auch immer das heißen mag. Ich glaube, das hat jetzt nur für die höchste Stufe damit zu tun. Ich glaube, sonst sieht man seinen Geist ja nicht. Und man kann die Plätze modifizieren. Und eigentlich sollte ich jetzt hier Gegenstände modifizieren. Ah, da ist es. Standardaussehen oder das Wolfsbündel. Und jetzt habe ich, wenn ich denn da hochkomme, aber sie zoomt gar nicht nach oben. Das ist ja dämlich gemacht. Also eigentlich, wenn ich nach oben gucke, ich guck mal, ob ich... Nein, 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 nein. Ja, speichern ja, aber ich wollte eigentlich dahin. Genau, wenn ich dahin gehe, da sieht man jetzt so einen kleinen süßen Wolf, der dann bei mir im Hintergrund am Schlafen ist. Es ist vielleicht nicht so toll, diesen süßen kleinen überall mit in den Kampf reinzunehmen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir mal sterben sollten oder so. Aber der ist doch wirklich niedlich und den konnte man sich damals in der Closed Beta erspielen, indem man das Max-Level einmal erreicht. Und ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz zeigen. Ich weiß nämlich jetzt, wo ich den herkriege. Den nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich finde den so unheimlich geil irgendwie. Und da gucken wir dann auch mal kurz. Naja gut, im Moment haben sie halt nichts wirklich Gutes. Ich mache jetzt erstmal das Aussehen hier. Die Farbe... Da haben wir nichts in Rot? Moment, das war... Ja, das ist aber kein richtiges Rot. Das sieht komisch aus. Aussehen bestätigen. Man kann es auch nicht. Man kann es auch nicht wirklich ändern, ne? So wie es aussieht. Das ist ein bisschen blöd. Lila sieht halt für Magie aus. Ja, rot ist halt die Blutmagie, ne? Färbt er denn? Ne, der färbt aber nicht hinten den Teil mit ein. Ich würde sagen, dass ich das dann mal anwende. So. Dann, was haben wir denn noch? Da haben wir, glaube ich, jetzt nichts anderes, ne? Ah! Okay, ich habe es selber gefunden gerade. Wobei ich zwar A drücken kann. Ah ja, doch, hat er auch angenommen, okay. Das weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen komisch aus irgendwie. Das sieht dann, glaube ich, besser aus, wenn wir es komplett ohne machen. Achso, wir haben es jetzt aber nicht komplett ohne. So, dann den Rock. Der kurze sieht natürlich immer gut aus. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Die Farbe vor allen Dingen. Okay. Der sieht auch ziemlich gut aus wegen den Büchern und so.
Das sieht cool aus. Auch noch mit Dolchen hinten dran. Das ist mal richtig cool. Ich schwanke zwischen dem und dem, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich nehme erstmal den hier. Gut, dann haben wir noch die Schuhe. Ich meine, wir haben jetzt natürlich nicht viel verwertet. Das heißt, wir haben natürlich jetzt auch nicht viel, was wir jetzt da benutzen können. Nehmen wir jetzt die. Ich meine, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Ich nehme jetzt erstmal die, so. So, perfekt. Speichern, ja. Ja, cool. Und hier habt ihr dann nochmal die Truhe. Das haben wir ja schon mal gemacht. Warum wir die Sachen jetzt da reingelegt haben, weiß ich gerade auch nicht. Schild 71. Ja, ist gut, Controller. Schild 71 und das ist Schild 95. Dann tue ich das doch da rein und nehme das Schild wieder raus, um das zu verwerten. So. Und den machen wir erstmal da rein. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir den jemals brauchen werden, aber... Naja, gut. Zwei Sachen. Einmal, ich muss mal eben gucken, hier gab es ansonsten, aber... Nee, das ist die Weltstufen-Dings, das ist das Ding zum Freischalten. Okay, was war das? Achso, Kuriositäten. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Und dann verwerten wir den einen Gegenstand noch, weil letztes Mal hatten wir ja so Probleme. Nein? Ach, ich wollte den nicht anziehen. Moment. Aufwerten, reparieren, wieder verwerten. Ja, und ich habe auf A gedrückt. Wieso hat er das jetzt nicht angenommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nimmt das jetzt an. So. Dann hoffe ich inständig, dass ich noch weiß. So, ihr Lieben. Leider habe ich ein Riesenproblem. Und zwar, das werde ich nochmal in der Folge danach, glaube ich, dann erklären. Beziehungsweise habe es ja schon in der Vergangenheit jetzt erklärt, was ihr aber noch nicht wisst. Und zwar hat mir OBS heute meine Datei zerschossen. Das heißt, dass ich jetzt auf dem privaten Account drin bin. Deswegen sieht auch gerade alles so komplett anders aus. Und ich habe da auch mal ein bisschen andere Skillungen ausprobiert und so weiter. Und ich habe jetzt die einmalige Gelegenheit, und ich hoffe, dass OBS das diesmal mitmacht, den zweiten Teil, den wir jetzt leider nicht sehen konnten, den mit euch nochmal kurz aufzunehmen. Deswegen werden wir das jetzt mal eben schnell noch mit diesem Char machen. Wir gehen mal hier oben raus. Ich habe mir das auch schon mal markiert, wo wir hin müssen. Jetzt bin ich hier gerade am Überlegen, was ich... Achso, doch, da können wir auch rum. Was ich denn eigentlich wo gespeichert habe. Ich hoffe... Ja, okay, das ist auf jeden Fall noch gleich. Sehr schön. Weil ich habe, wie gesagt, die Skills auch ein ganz klein wenig anders hier auf dem Account. So, wir müssen hier oben rum. Nee, mit euch will ich jetzt hier nichts machen. Oh, das ist nicht gut. Nervt mich mal im Moment nicht, bevor ich euch hier wegballern kann. So. Sehe die Wahrheiten, die im Inneren liegen. So, ich weiß nicht, ob man das vorher anklicken muss. Auf jeden Fall geht man dann hier in den verdunkelten Hain rein. Ja, und da wusste ich jetzt leider nicht mehr so genau, wie ich jetzt laufen musste. Jetzt weiß ich es aber wieder. Es ist aber auch wieder schwarz. Okay, man kann nicht wirklich was sehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal nach rechts oben hoch. Dann ist es eigentlich egal, ob ihr oben oder unten rum geht. Und ja, ich weiß das jetzt deswegen so genau, weil ich mir jetzt die Karte nochmal eben fotografiert hatte von dem Alten. Ich laufe mal lieber hier so ein bisschen durch. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Kann man hier hochklettern? Nee, man kann nur runterrutschen, das ist schlecht. Ich meine, es war hier, wo wir dann nämlich weiter hoch müssen. Da sind auch wieder die Waldwesen.
sind natürlich sehr nervig hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier richtig bin. Ja, genau. Ihr steckt in einer Illusion der Horadrim fest. Das Portal wird euch durch diese primitive Falle führen. So, und ich zeige euch das mal ganz schnell auf der Karte. Wir sind nämlich quasi einmal nur hier so schräg hochgelaufen. Ganz ruhig. Euch wird hier kein Leid zustoßen. Der ist so süß. Außer das Gesicht. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich wärt ihr erfroren. Warum helft ihr mir? Oh, das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadrim folgt, schafft ihr das nie. Ja. Ihr Weg endet immer im Feuer und Tod. Genug. Öffnet die Tür. Da habe ich noch im Original gefragt, ob wir denn hier bei Silent Hill sind, weil das hatte ich nämlich zu einem Zeitpunkt gesehen. Und dann hatte ich gesagt, okay, wir sind bei Silent Hill, weil die Tür so komisch war. Warum erzählt ihr mir das? Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen. Der Tag wird kommen, an dem die Horadrim straucheln. Seid nicht in der Nähe. Das geschieht. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Wir suchen aber ein großes Mädchen. Kann man noch mal mit ihm reden? Was ist das für ein Ort? Tristra. Die alten Horadrim haben Diablo, den Herrn des Schreckens, unter der Erde eingekerkert. Dann haben sie diese Stadt in der Nähe gebaut. Ihr seht ja, was daraus geworden ist. Ja, das, was immer daraus wird, wenn man irgendwo bei was Dämonischen eine Stadt baut. Warum wollt ihr Lilith aufhalten? Mir gefällt die Welt, wie sie war, ohne Lilith. Ihre kleine Rebellion führt nur zu Chaos. Ihr habt schon Visionen des Schadens gesehen, den sie anrichten kann. Ja, ich weiß, man hat euch ihr Blut verabreicht. Fühlt ihr, wie es euch verändert? Vielleicht noch nicht, aber solange Lilith in eurer Welt wandelt, ist es nur eine Frage der Zeit. Bei, mein Freund. Wieder in der Illusion des Horadrim. Nerel! Nerel! Ja. Ich denke, ich bin von meinem Weg abgekommen. Das ist meiner Mutter und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Ja, das tut es auch. Aber wir nehmen erstmal die Truhe hier oben mit. War hier unten noch irgendwas? Nee, ne? Und da habe ich mich gefragt, beziehungsweise habe gesagt, ich hoffe, dass das Knurren nur der Wolf ist und nichts anderes. Da bin ich übrigens direkt nach links hochgegangen und habe nicht geguckt, ob hier noch was anderes ist. Aber scheinbar ist hier sonst auch nichts mehr. So. Jemand übles Spiel mit uns? Dieser Ort ist ein Labyrinth. Und jetzt das. Was soll das sein? Hm.
Da ist noch was. So, damit haben wir die Quest abgeschlossen, aber wir sollen ja hier oben rein. Ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Wir müssen in der Nähe sein. Ja, und wir sind auch in der Nähe, Nirel. Schau nochmal eben unten nach. Ich wollte gerade sagen, ob da nicht noch eine Truhe war. Und da war auch noch eine Truhe. So, ich habe hier schon alle. Endlich, das horadrische Gewölbe. So, und hier hatte ich mich dann umgesehen. Hier war im Endeffekt nichts. Also da bin ich ja so durchgelaufen, habe dann die Tür gesehen, habe gedacht, oh, das wird aber noch was größer werden hier. Entsprechend habe ich dann hier mit ihr gesprochen. Sind wir hier richtig? Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung noch nicht. Wir brauchen nur ein Buch, einen Zauber, um den Schwarzen See zu überqueren und Lilith aufzuhalten. Ja, und sie ist dann mit uns hier zur Tür gerannt? Fest verschlossen. Was ist mit dem Durchgang da drüben? Ja, und da hatten wir dann aufgehört in der Folge. Und ich glaube, sprechen kann man mit ihr sonst nicht mehr. Da habe ich mich dann nur noch verabschiedet. Und ja, das werde ich jetzt hier auch tun. Nur, ich bin auf der einen Seite sehr, sehr froh natürlich, dass ich den privaten Account noch nicht so weit gespielt habe. Normalerweise spiele ich ja privat eventuell schon mal ein bisschen weiter als das, wo ich mit aufnehme. In dem Fall bin ich jetzt aber sehr, sehr froh darüber, dass ich das nicht getan habe. Ihr wisst, warum dieser Totenbeschwörer jetzt etwas anders aussieht. Hat auch einen anderen Skill drin, den ich mal ausprobieren wollte. Wobei ich den jetzt nicht unbedingt so gut fand. Das ist der... nee, der hier. Der ist es auch nicht. Nö, es war doch der. Es war doch der hier. Aber den fand ich jetzt nicht so gut, muss ich dazu sagen. Das war jetzt ein anderer als der, den ich normalerweise genommen hatte. Ja, ihr habt auf jeden Fall jetzt nichts verpasst, dadurch, dass ich das jetzt mit zwei verschiedenen Sachen zusammengeschustert habe. Ich habe keine Ahnung, was OBS gemacht hat. Ich hatte eine Datei mit knapp einer halben Stunde aufgenommen. Und wollte dann ganz normal die Aufnahme beenden. Und ja, dann wollte er sie aber nicht beenden. Und ich konnte nichts mehr machen, musste das Ganze dann crashen lassen leider. Hab schon gedacht, okay, die Datei wird jetzt sicher ganz kaputt sein. Und dann hat, wie auch immer, OBS mir die ersten, ich glaube, 13 Minuten oder sowas gespeichert. Und die restliche Zeit nicht gespeichert. Und das war halt genau dieser Teil, den wir jetzt nochmal nachgespielt haben. Ja, entschuldigt bitte die kleine Verwirrung. Ich werde das wahrscheinlich in der nächsten Folge auch nochmal erzählen, weil ich das ja als mein Vergangenheits-Ich sozusagen schon erzählt habe. Aber für euch, die jetzt hier diese Folge gucken, wird das Zukunfts-Ich sein in der nächsten Folge, die das dann erzählt. Etwas kompliziert ausgedrückt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.